Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Und wir waren hier letztes stehen geblieben. Ich schaue mir mal schnell meinen Questlog doch mal an. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Kraftfeld deaktivieren. Okay, Sie müssen das Kraftfeld der Gate ausschalten. Geth oder Gate? Okay, egal. Um die Normandy vor dem Torianer warnen zu können. Vielleicht gelingt es Ihnen, wenn Sie eine der Klauen zerstören können. Das heißt, waren wir nicht eigentlich schon bei der oberen Ebene, wenn ich mich jetzt so richtig dran erinnere, oder sind wir da oben irgendwie gestorben? Ich kann mich jetzt an der letzten Folge nicht mehr so richtig dran erinnern. Egal, ich dachte eigentlich schon, dass wir bei der oberen Ebene schon mal hoch waren. An der Stelle hier konnte ich mich eigentlich übrigens gut erinnern. Offenbar benutzen die Gate diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Okay. Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Gang. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Gate hat diesen Ort als eine Art benutzt? Ist ja auch egal. Bin ich hier, um ihre Bräuche zu lernen. Egal, wir gehen erstmal die obere Ebene und dann schauen wir mal. Ich schaue mir nochmal die Questlogs an. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Seltsam. Geht Schiffsklauen zerstören. Finden Sie die Primärklaue des Geht-Schiffes und versuchen sie zu zerstören. Okay, probieren wir mal und hier kommt ja gleich ein Kampf oder so. Wow. Da stirbt doch einfach. Gut. Diese Pirscher, ey, Alter, die springen wie verrückt durch die Gegend. Okay, gehen erstmal hier hoch, oder? Ja, ich bin letztens woanders hochgegangen, aber ich speichere nochmal schnell. Schallbuchtür, okay. Da müssen wir wahrscheinlich gehen. Geschafft. Okay. Ein Avenger und Storm und ein Guardian. Nehmen wir alles mit und schauen wir uns den mal gleich an. Radioaktiv. Sehr cool. Gut. Sturmgewehre haben wir keine. Präzisionsgewehr haben wir den Avenger. Okay. Vier Schaden machen die eh nicht. Also die nehme ich mal nicht mit. Wie kann man denn hier eigentlich dann später die schwere Rüstung tragen? Ich habe immer noch diese alte Rüstung. Die bringt ja nicht viel. Vielleicht müssen wir da irgendwie was machen. Egal, ich gehe erstmal zum unseren Torianer hier. Okay, ist nichts, egal, ich mache hier erstmal weiter. Wow! Oh, ein Stufenaufstieg, sehr gut. Gut, gleich mal schauen. Okay, wir wollten hier mal die Kampfpanzerung ein bisschen... Aha, schwere Panzerung ausstatten. Perfekt. Und dann machen wir mal hier noch das Sturmgewehr ein kleines bisschen stärker. Und dann würde ich sagen, rüsten wir mal die schwere Panzerung aus. Oh, das sieht jetzt leicht komisch aus, aber ich sag nur, was soll der Geiz?
Ja, hallo, ich bin Ashley. Ah, verdammt, wieso habe ich die geheilt? Ah. Fail. Was das denn? Na, okay, wir haben dafür jetzt schwere Panzerung, das ist auch ganz cool. Okay, das sieht ziemlich schwer aus. Ah, verdammt. Schaffe ich nicht. Was denn das überhaupt? Wo will ich ihn hier machen? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe nicht nur eine Idee, sondern ich weiß, wo lang es geht. Hier hoch geht's. Dieser Greifer ist genauso wie der letzte. Wir müssen weiter. Was machen die geht da? Ja, ich speichere am besten an nochmal. Verdammt, geht nicht. So, wir haben gleich was ins Inventar gelegt bekommen. Der Rex, das ist ziemlich gut, dass wir den mitgenommen haben. Der hat jetzt ziemlich viel HP, der hat ja immer so ein Schutzschild. Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal alle tot. Ich speichere nochmal schnell, weil man weiß ja nie. Gut, der Garus ist wieder da. Ich habe nicht mal, was die Teile hier sind. Ich kann die irgendwie ran. Fertigkeit zu gering. Fürs Hacken, okay. Komm, schaffe ich schon. Ah, komm hier hoch. Drehwahlträge von Dr. Gamole. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie in der Matano-System geliefert werden sollten. Gemäß meiner Aufzeichnungen ist da draußen nichts Interessantes. Alles klar. Schalltür aktivieren. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 PSI schließt die Tür der Art hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Das bin wahrscheinlich ich. Was war denn das jetzt? Ich verstehe das nicht. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird wieder eine Folge, die ziemlich fällig werden könnte. Haben wir hier auch solche Teile? Nein. Ah, und rechts ist es so etwas. Das darf sich wohl nicht irgendwie... Heißt es jetzt, es darf nicht mehr als 3 sein? Ich probiere das noch einmal.
Okay. Wahrscheinlich müssen alle 5 leuchten. Wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe mal, es ist so. Okay, wenn wir die beiden links hier zuerst machen, dann ist der Druck doch ziemlich normal. Okay, das wird nicht. Wir probieren jetzt mal das hier. Komisch. Ich verstehe das jetzt nicht so wirklich. Mal sehen, ich schau mal im Questlog nach. Geht, tschüss, Clown. Die Clown ist so groß, sie will keine bla bla bla. Ja, okay, Steuerung, Shuttlebuchtür. Das ist wohl ein kleines Quest. Ah, hier steht ja auch, wie viele sind. Aha, ich glaube, vorhin stand, glaube ich, wir müssen 30 PSI, also irgendwie hinkriegen. Okay, dann mache ich das nochmal alles aus. Insgesamt 30 PSI. Ich würde sagen, das einmal und das einmal. Oder müssen wir 34 schaffen? Okay, ich probiere es mal. Sagen wir mal jetzt 11. 8, Hochdruck. Aha. Awesome. Geile Sache, geile Sache. Die geht haben wohl ausgezeichnet, Commander. Die Felder sind gleich ausgeschaltet. Wir können uns jetzt mit diesem Tor... Solche Missionen liebe ich. Einen Haufen Geld umlegen und das Ganze mit einem riesen Crash krönen. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geld im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Also zusammenbleiben. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Okay, also das heißt, die Leute sind verrückt geworden und wir müssen jetzt hier wahrscheinlich Joker helfen. Ich freue mich schon drauf. So, Storm und Reaper. Präzisionsgewehr und eine Schrotflinte. Was ist denn das jetzt wieder? Was müssen wir da wieder machen? Nichts. Auch sehr gut. Wir haben hier irgendwie die Reaper, die geht abgewehrt und ich schau mal. Genau, wir müssen hier runter. Aha, ich dachte, das wäre schon weg. Egal. Also zurzeit sehe ich keine Geld. Ich speichere hier lieber nochmal, bevor wir dann das Rätsel nochmal machen müssen. Und darauf habe ich keine Lust. Aber ich würde erstmal sagen, ich beende hiermit vorerst den Part. Und ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Abonnieren, kommentieren, subtrahieren, bewerten. Und ja, ich würde sagen...
Bye bye und bis zum nächsten Mal. BZW, bis später.